So, heute Mattel, Star Wars, The Book of Boba Fett, haben wir hier diese wundervolle Boba Fett-Figur. Ist auch, ich werde die mal ein bisschen zur Seite legen, weil ich muss erstmal die Außenverpackung abmachen. Weil irgendwie ist die echt ganz schön fett. So. So sieht das Figürchen aus. Den Rest packen wir auch noch aus. Hier sind noch irgendwelche Bänder, die schnibbeln wir noch. So. So haben wir das auch. Hier ist noch ein Kabelbinder. Hätte man den nicht auch so schön festbinden können? Zack. Haben wir hier sein komisches Pack und. Alter. Habe ich davon schon mal? Nee, ich hatte dieselbe Figur schon mal von Darth Vader. Also nicht dieselbe Figur, sondern denselben Hersteller. Und ja, auf jeden Fall sieht die Figur so aus. Ist ein, naja, dieses, wie heißt dieses Booster Pack hier hinten dran? Auf jeden Fall ist es wirklich schief gemacht, scheißegal. Kommt hier hinten drüber über den Batterieschlitz, weil man kann auch. Hallo? Warum hört denn der sich auch an wie Darth Vader? Das ist ja uncool. Er hört sich gleich an. Ich bin nicht Darth Vader. Ich bin nicht Darth Vader. Hört sich aber so an. Upsala, wo willst du hin, mein Freund? So, auf jeden Fall sieht das Figürchen so aus. Das wird gleich in mein Bett wandern. Zu der anderen Figur. Weil er ist nett gemacht. Den gibt es immer wieder für einen schmalen Euro. Und dann muss ich ihn mir mitnehmen. Ist ganz okay. Doch. Ja, das war wie immer ein super kurzes Unboxing. Gut. 2 Minuten 18 sind wir jetzt. Aber sonst bin ich wesentlich schneller. Meistens. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Werd das Ding unten runter verlinken. Lasst mir einen Kommi da, lasst mir ein Abo da. Wäre nice. Bis zum nächsten Mal. Ciao.